Ahnung, ich denke mal, der kommt später. Ehrlich gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich mache jetzt erstmal die Uhren. Ach so. Ach so, ich kann immer eine Uhr nehmen, aber ich weiß dann, nehmen wir die. Keine Ahnung, nehmen wir die jetzt gleich mit. Wenn die da schon so auf dem Präsentierteller ist, nehmen wir sie gleich mit. Damit nie klarkommen, ich sag's euch. Ich komme damit einfach nicht klar. Ja, da gab es viele Uhren. Aber jetzt gehen wir trotzdem mal runter. Warum auch immer. Also hier ist alles auf 13 Uhr. Noch was. Was habe ich denn für eine Uhr? Das ist eine falsche. Wir brauchen jetzt hier eine, wahrscheinlich eine 13.30 Uhr. 13.30 Uhr oder... Boah, jetzt müssen wir jetzt wieder aufschreiben. Wir brauchen eine 13.30 Uhr. Hier brauchen wir eine 12.25 Uhr. Alter Schwede, hier brauchen wir nochmal eine 13.30 Uhr. Hier brauchen wir eine 17.10 Uhr. Okay, ich glaube, das wird jetzt ewig dauern, bis ich diese ganzen Uhren habe. Was habe ich für eine? Ich habe... Was habe ich? 7.45 Uhr habe ich. Gehen wir mal hoch, gucken, was da in der Uhr rumfährt, auf dem Dachboden. Boah, was haben wir hier für eine? Die brauchen wir auf jeden Fall. Nimm sie mit. Also die brauchen wir definitiv. Die, wo jetzt da oben ist, die brauchen wir gar nicht. Dann nehmen wir die mit. Und wir haben jetzt 8.20 Uhr. Kurz vor 12. 8.20 Uhr. Kurz vor 12. In der Küche war noch eine. Hier durch, da kommt das Monster wahrscheinlich nicht. Ciao, 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 ciao. Kakao. Ja, die brauchen wir nämlich auch. Scheißegal, hör auf zum Piepen, Mann. Wow. Ich werde mich einfach nicht dran gewöhnen. Was habe ich? 1.30 Uhr. Das ist die hier. Ja. Das ist eine 4.20 Uhr. Passt die hier irgendwo rein? Ne,
Nee, hier passt keine 4:20 Uhr. Nee, hier passt keine 4:20 Uhr. Das heißt, die kann ich jetzt auch verscherben. Dann hole ich mir die ganz am Anfang vom Spiel. Also da hinten war noch eine Uhr. Jetzt kommt eh gleich wieder das Scheißding, ey. Ich weiß es jetzt schon. Ich laufe jetzt einfach durch und ich probiere nicht zu erschrecken. Sauber. Es ist gar nicht gekommen. Das habe ich 5:10 Uhr. Das passt hier alles. Passt noch nicht so ganz. 5:10 Uhr. Oh shit. Doch hier. Kurz vor 12 habe ich hier. Also. Die sind richtig. Die sind richtig. Die ist falsch. Ich brauche 8:15 Uhr. Ich glaube, 8:15 Uhr. Alter, hab ich die da jetzt echt stehen lassen? Und zwar muss ich jetzt den ganzen Weg wieder. Oh ne. Oh ne. Und doch nochmal hoch. Weil da hab ich auch eine umgetauscht. Nicht, dass ich da diese 8:15 Uhr drin gepfeffert hab. Weil ich habe hier, glaube ich, so ziemlich alles anguckt. Ja klar, ich habe hier die 7:45 Uhr reingeballert. Oh, leck. Und gib's her. Mein, bin ich blöd. Gut, dann haben wir das Rätsel jetzt gelöst. Nicht erschrecken. Zum Glück habe ich so halbwegs weggeschaut. So, das wäre jetzt die hier. Ja, die wäre jetzt nicht. Okay, jetzt geht's los. Die einzige, wo jetzt spackt, hä? Sollen wir ein Foto machen? Wow. Okay, shit. Das war richtig. Ich will die gar nicht. It seems like you never finished this one. Ich hänge jetzt einfach mal das Gewicht dran. Ah, kann ich nicht. Ich hätte jetzt echt das Gewicht hingehängt. Jetzt habe ich eine Uhr, geil. Nee, nimm sie mit. Und mach hier das Gewicht hin. Auch nicht. Will er nicht. Macht er nicht. Super. Nun, jetzt habe ich eine Uhr. Sollen wir jetzt mal zu der hier gehen? I can't take this anymore. I just can't. My whole body is going numb. Why is this happening to me? Oh
This must be a combination or something. Ah, das ist bestimmt der andere Tresor. Ja, das muss der sein. Wo waren die jetzt nochmal? Also, dann gehen wir. Zickzack, Zanone! Guck, ich hab's gewusst, dass wir noch warten müssen auf den anderen Tresor. Kommt jetzt nicht mehr, oder? Der John. Der John McJohnson. Das muss der sein. Also ich hoffe es. Das weiß ich auch noch nicht. Aber ich bin bald wieder voll mit meinem Inventar. Wo ist denn mein Buch? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mal nach links. Momentus. Links 11 mal, wenn ich das jetzt richtig sehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und nach rechts ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann nach links 1, 2, 3, 4. Dann gucken wir mal, ob wir das richtig machen. 11 mal links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Nein, habe ich falsch gemacht. Links, links, rechts. Wird der Endpfeil vielleicht auch gerechnet? Nee. Ach, aber die sind nicht alle. Die Striche sind nicht alle rot. 1, 2, 3, 4, 5 rote Striche haben wir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, jetzt nehmen wir doch mal einfach die roten Striche. Da wäre ich bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ey, warum zählt denn der Pfeil eigentlich mit als Kombination, ey? Boah, das Spiel ist halt echt übelst kompliziert. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das echt so mal lockerflockig auf Anhieb durchballert. So, der Johnny Key. Das ist jetzt... Ich glaube, das ist der Boah, jetzt sind wir im Inventar aber auch voll, gell? Ich schmeiß jetzt, glaube ich, mal die Schaufel raus. Und dann gehen wir zum Johnny. Nee, ciao, ich laufe jetzt hier durch. Mir egal, ob du auf mich zukommst. Ach so, hier kann ich rein. Nee, oder? Oh, ich bin jetzt einfach nur aus Spaß vorbeigelaufen und hab drauf gedrückt. Da ist ein Gewicht. Das ist schon mal gut, denn ich habe eins. This used to be God's world. Um den Vogel. What happened in here? Lass mich lesen, aber weißt du's. Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Aber Schrot, guck. Kann ich's fotografieren? Ja. Vogel, Ratte, Schlange. Was? Vogel, Hase, Schlange, Vogel, Hase, Schlange, was war's? Der muss am tiefsten hin. Der Hai ist am tiefsten. Schatten Depths.
unter der Ratte. Also die Schlange ist unter der Ratte. Gibt es ja eigentlich noch Gewichte? Jawohl, Schlange ist unter der Ratte. Die Schlange ist unter der Ratte, das heißt, die Schlange kriegt wahrscheinlich das zweitschwerste. Es fehlt, der Vogel bleibt in der Luft und die Ratte kriegt den. Ach so. Was quietscht denn hier so? Ist schon noch ein Gewicht? Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft. Der Hase ist schon in der Luft. Die Ratte ist. Boah, die Geräusche, ey. Bin da in den Tiefen. Hai ist die tiefste. Schlange unter der Ratte. Die Schlange muss unter die Ratte. Und da machen wir die Uhr. Jawohl, da dreht sich was. Ach so, oder ist das doch falsch? This is the book that everyone was talking about. Ja, sieht echt fresh aus. Vor viele, viele Tagen gab es eine Kreatur mit unbekannten Namen. Sie hatte stets alleine gelebt und nicht nach Gesellschaft gestrebt. Kurz Moment. Da hinten ist ein zweiköpfiges Kind, das mit dem Teufel spielt. Das ist ja auch hart. Okay, in einer eisekalten Nacht erlitt sie eine Plage und schlief dann für 2 Tage. Am 3. Tag erwachte sie in völliger Dunkelheit und fühlte sich geschunden. Oh, graus, ihre beiden Augen waren verschwunden. Die Kreatur kroch aus dem Bett und krabbelte auf der Suche nach ihren Augen umher, doch sie fand diese nicht mehr. Sie kroch und schlurfte und ihre Knie wurden blau und taub. Ihre kullernden Augen wurden zu Staub. Bis heute will sie es nicht eingestehen und ihre Suche muss fortbestehen. Jetzt nimm dich in Acht vor den Augen und schalte das Licht ein, denn wenn du nicht entkommst, dann sind deine eigenen bald sein. Es erfürchte das Licht, nutze etwas Helles, um dich zu schützen. Ja, also eine Cam. Eine gute, gute Nachtgeschichte. Kann ich das mitnehmen? Nein. Ich würde gern meine Uhr wieder zurückhaben, die ich hier aufgehängt habe. Danke. Hey, my name is Johnny. The room has changed. Ja, ich hab's gemerkt. Johnny. Also bevor ich da unten hinguck, gehen wir hier um. Also eine Cam hab ich noch. Machen wir da mal ein Foto. Ja. Da ist jetzt die Tür aufgegangen. Aber ich gucke jetzt trotzdem noch mal geschwind runter. Irgendwelche Böberles Augen, da sind Augen drin. Jetzt brauchen wir wieder was anderes. Na dann. Yo. Ey, du kannst mich mal.
bleibst jetzt für immer da, oder? Fuck it, ey. Da ist jetzt ein anderer Raum. Das ist doch hier der Raum mit der Safe, oder? Also, ja klar, das sind dieselben Bilder hier drauf. Hier sind Kerzen. Halten. Also ich kann es nur jedem Familienvater und Mutter sagen, kauft dieses Buch und den Original-Soundtrack dazu. Ich glaube, damit schläft es sich leichter für euer Kind. Ey, ich will nicht. Ich höre Stimmen. Ey. What the fuck? Wow, shit, man. Boah, Leute, ich pack's jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt für heute auf jeden Fall echt einen Cut. Nee, heute geht nicht mehr. Heute geht definitiv nicht mehr. Ich sag schon mal ciao und bis zum nächsten Mal.